rein herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr vielleicht gerade schon erkannt habt, ich bin hier wieder in Zürich und für mich geht es mit der Swiss weiter. Von hier Zürich nach Stockholm. Das Ganze ist so ein 2,5-Stunden-Flug ungefähr. Ja, ich gehe gleich jetzt mit zum Check-in und dann zeige ich mehr. Check-in habt ihr gerade gesehen, ist gerade ziemlich voll. Ist halt Mittagszeit, also der Flug geht halt um 12.50 Uhr, das heißt jetzt gerade so etwa 11 Uhr. Normale Reisezeit, wo viele Leute fliegen. Zum Glück war so eine nette Swiss-Mitarbeiterin da, die hat mich zum Extra-Shelter geleitet, wo ich schnell meine Boardingkarte noch ausdrucken konnte, weil ich fliege halt nur mit Handgepäck. Ja, nochmal großes Dankeschön an sie. Sonst hätte ich da bestimmt eine Stunde drin gestanden und ja, deswegen ging es ganz schnell. Ich habe jetzt meine Boardkarte noch und ja, jetzt kann ich zur Sicherheitskontrolle gehen. Die Europaflüge von Swiss werden übrigens an Gates AB, also A und B aus, gehen von dort ab. Deswegen laufe ich da jetzt mal hin. Mal sehen, wie voll es jetzt ist. Es wirkt schon recht voll, der Flughafen gerade. Hier ist übrigens nochmal ein Swiss-Check-In-Schalter am Check-In 1. Ich war ja unten bei der 3. Das ist einfach sein für die, die halt mit dem Zug ankommen und hier, die wahrscheinlich mit dem Auto ankommen. Aber es dürfte relativ egal sein, wo ihr mich anstellt. Ja, Sicherheitskontrolle ist durch, ging recht fix. War nicht allzu voll, deswegen kann ich jetzt schnell zu den Gates gehen. Aber erstmal das stimmt schön viel. Also ich sitze halt gerade genau zwischen den A- und B-Gates in so einer kleinen Bucht, wo noch ein paar Sitzplätze frei sind. Ja, ansonsten ist es nämlich recht voll hier. Ist typisch Mittagszeit, viel los. Deswegen finde ich alles, ist ja nichts Ungewöhnliches halt. Mein Gate wird auch schon angezeigt, das ist heute B04, das heißt, ich gehe gleich rüber zu den B-Gates. Wir fliegen das Ganze halt in einem A220-100 oder auch besser bekannt als C-Series 100. Die Abflugzeit beträgt, also ist heute um 12.50 Uhr und um 15.15 Uhr landen wir dann in Stockholm. Boarding ist eine halbe Stunde vorher, also um 12.20 Uhr. Wie üblich halt in diesen Gruppen, also in der kennt ihr wahrscheinlich von Lufthansa, also halt Boardinggruppe 1 und 2 so für Business Class und Vielfliege. Und in Gruppe 3 bin dann ich. Und dann kommen halt noch hier 4, 5, die auch irgendwie den billigsten Tarif gewählt haben oder so. Also auf jeden Fall, die keinen Status haben und in der Economy Class sitzen. In der Regel sitze ich irgendwie immer in Boardinggruppe 3, deswegen sollte ich noch recht schnell reinkommen. Mein Sitzplatz ist übrigens heute 16A. Das heißt, ich sitze auf der linken Seite, wo diese Zweierreihe ist. Im A220. Das ist, finde ich, viel angenehmer, als wenn man auf der, in der Dreierreihe sitzen würde. Mag ich persönlich. Also wenn ihr mal im A220 fliegen solltet, sitzt auf der linken Seite, sofern ihr nicht zu dritt reist. Und wenn euch solche Videos halt gefallen, dann würde ich mich ja freuen, wenn ein paar von euch meinen Kanal abonnieren. Ich weiß, ich habe einen kleinen Kanal, aber jedes Abo bringt mich nach vorne. Deswegen sehr schön, wenn wir jetzt ein paar machen und dann kommentiert auch gerne oder gebt ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Dann sage ich schon mal Danke. Ja, ich gehe dann jetzt gleich mal zu meinem Gate, weil Boarding ist dann auch gleich und dann... Ja, zu meinem Gate ging, hieß dann halt ein bisschen länger laufen, denn die B-Gates mit den Brücken sind gar nicht so weit weg, aber mein B-Gate war natürlich eins mit Busboarding. Das hieß, ich musste einen ziemlich langen Gang lang laufen, wo man sich gedacht hat, ob man überhaupt noch richtig ist, weil da wirklich gar nichts mehr war, nicht mal mehr Shops oder so. Und da musste man dann die Rolltreppe runter. Dann waren wir in diesem Bereich. Ja, wie ich schon gesagt hatte, also mein Gate ist ja heute B04. Das sind leider die Busgates hier. Also es sind B01 bis B10. Sind halt die Gates hier unten, Busboarding. Persönlich bevorzuge ich Flugzeugbrücken, aber das ist halt leider so, das kann ich ja nicht erinnern. So. Finde ich jetzt auch nicht weiter schlimmer, kann man nicht gute Fotos vom Flugzeug machen in der Regel. Ja,
Boarding ist auf jeden Fall gleich und dann zeige ich euch mehr. Ja, das Boarding ging dann auch recht schnell los. War auch recht geordnet, also nicht irgendwie so chaotisch. Mit dem Bus ging es dann halt raus aufs Vorfeld. Ja, war auch ganz gut. Denn man hatte so einen guten Blick auf den Airbus A220-100, mit dem wir heute fliegen. Swiss war übrigens Erstbetreiber von diesem Flugzeug. Was auch ganz interessant ist, hat insgesamt 9 Stück davon in der Flotte und 21 weitere von den 300er Version. Das Flugzeug hat übrigens 125 Sitze, davon entfallen 20 auf die Business Class, die halt vorne im Flugzeug ist, und der Rest halt auf die normalen Economy Class Sitze. Es sind an sich die gleichen Sitze, nur halt typisch europäische Business Class, die Sitze da blockiert. Ansonsten halt in dieser 2-3 Konfiguration, was meine persönliche Lieblingskonfiguration ist. Ja, und ich sitze halt auf der linken Seite, heute auf 16A und halt in der 2-Reihe. Das ist halt der Blick auf die anderen Sitze. Und ich finde die Sitze auch ganz schick und man kann auch länger drauf aushalten. Ja, Sitzabstand ist auf jeden Fall sehr gut. Ich komme damit sehr gut klar. Und gerade für so einen 2,5-Stunden-Flug passt das sehr gut. Sitztaschen sind so, naja. In der Sitztasche über euch, also vor euch, findet ihr halt erstmal die Sicherheitskarte, die auch ganz gut ist, nicht so zerknüllt. Also wird oft genug ausgetauscht. Dann gibt es halt noch das Buy-on-Board-Magazin. Darauf gehe ich später noch im Detail ein. Einfach, ich zeige es euch halt wirklich, was es gibt, so zur Auswahl. Und ja, gebe euch hier auch mal meine Meinung dazu. Ja, ansonsten gibt es noch eine kurze Tüte. Da drunter ist halt auch der Tisch. Der ist erstmal von der Größe her ziemlich gut. Da kann man auch problemlos einen Laptop draufstellen. Problem ist Sauberkeit. Das ist jetzt mein dritter Flug mit der Swiss auf Kurzstrecke und jedes Mal war Sauberkeit ein Problem. Wie man auch an diesen Stellen sehen kann. Dann die Sitztaschen passt übrigens gerade so ein Handy rein, mehr nicht. In der Armlehne ist dann der Knopf halt zum Zurückstellen der Rückenlehne, was auch ganz gut passt. Und ihr seht, die Sitze sind auch ganz gemütlich. In den Sitzen sind auch Kleiderhaken angebracht, also das ist auch ganz gut. Und beim Einstieg gab es übrigens ein Desinfektionstuch. Ist auch ganz schön, dass Swiss macht. Ja, so sieht die Kabine halt aus, während die Leute gerade ihr Gepäck noch einlagen. Und das Schöne ist, über den Köpfen sind diese kleinen Bildschirme. Ich mag die sehr. Da werden halt verschiedene Sachen auch angezeigt, unter anderem die Karte. Wie halt, ja. So aussieht und so sieht die Kabine halt vorm Start aus. Guten Tag, Server der Fluggäste, spricht der Kapitän. Mein Name ist Nils Homberger. Ich begrüße Sie im Namen der gesamten Besatzung an Bord unserer Maschine nach Stockholm. Wir sind bereit mit die Bodenmannschaft, hat mir gesagt, dass die Beladung auch demnächst abgeschlossen wird. Ich erwarte die Freigabe zum Starten der Motoren in 5 bis 10 Minuten. Es hat gerade ein bisschen Verkehr hier in Zürich, aber innerhalb von 10 Minuten sollten die Triebwerke laufen. Ich hoffe, Sie fühlen sich bereits wohl bei uns an Bord und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Larger items such as laptops must be stowed away safely during taxiing, takeoff and landing.
ja, nach dem Start wurde die Kabine leicht verändert. Also der Vorhang wurde halt gezogen zur Business Class. Und nochmal kurz zu diesem kleinen Bildschirm. Also ihr seht es halt, da wird Verschiedenes angezeigt. Die Karte, wie lange wir noch fliegen, wie viele Kilometer das sind halt noch. Leider wird auch immer wieder Werbung zwischendurch angezeigt. Das nervt. Ja, übrigens die Leselichter und die Lüftung sehen halt auch ein bisschen anders als in anderen Airbus-Flugzeugen. So, nochmal kurz zur Sauberkeit von diesem Tisch. Nun, Airbus, so Swiss, so sieht ein dreckiger Tisch aus. So leicht könnte man ihn sauber machen. Einfach mal drüber wischen. Dafür reicht doch das Desinfektionszeug und voilà, man hat einen sauberen Tisch, was man erwarten könnte. Ja. Nach unserem Start sind wir halt nach Norden geflogen und ja, was kann man, erkennt man da unten? Einen schönen Flughafen. Das ist übrigens der Flughafen von Stuttgart, falls euch dafür interessiert. Kommen wir jetzt aber eher noch zum Service, denn den Service hat Swiss leider auch verschlechtert. Es gibt halt noch diese Wasserflasche mit 330 Millilitern und einen kleinen Keks, also eine kleine Schokolade. Das ist alles. Der Grund dafür ist halt dieses Bayern Bordmagazin, das ihr halt in der Sitztasche findet. Dieser Grund ist es halt, dass ihr für ein normales Getränk bei einer Premium Airline wie Swiss jetzt bezahlen müsst. Es gibt halt diese Auswahl von Meals erstmal und Brötchen und sowas halt alles. Könnt ihr euch sonst da durchsehen. Es gibt halt wirklich alles mögliche zur Auswahl, vom Snickers ungefähr bis halt zum belegten Brötchen, sowas halt alles. Und auch die Getränkeauswahl gibt es natürlich. Und was kostet jetzt eine Coca-Cola, die ich mir letztes Jahr im Dezember, also Dezember 2020, noch gratis habe? 4 Franken, das sind so ungefähr 3,50. Und das bei einer Premium-Airline wie Swiss. Ey, danke für nichts, Lufthansa. Ja, während wir jetzt weiterfliegen, möchte ich trotzdem noch was zeigen, was gratis ist bei Swiss. Bisschen Lufthansa Group. Ihr dürft euch immer noch ein Magazin halt auswählen. Das geht jetzt irgendwie meistens online halt. Da gibt es eine große Auswahl von Stern, Spiegel, sowas halt. Das ist noch okay. Das finde ich auch schön. Währenddessen kommen wir auch unserem Ziel übrigens immer näher. Und der Flug war auch insgesamt recht ruhig. Also es war jetzt kein Babygeschrei oder sowas. Das war auch mal ganz schön. Und die Aussichten waren auch diesmal echt gut. Ich möchte jetzt noch die Toilette zeigen. Davon gibt es übrigens gerade mal 2 im ganzen Flugzeug. Eine für die Business Class und eine für die Economy Class. Ganz in dem Flugzeug. Sauberkeit war okay. Hätte mehr Tücher geben können. Von der Größe her passt es wenigstens. Also man hat seinen Platz da. Das ist jetzt kein Problem. Toilette, Wickeltisch, passt alles. Ist alles vorhanden. Und so sieht übrigens die Kabine von hinten aus. Also gar nicht mehr so groß. Bei 125 Sitzplätzen ist jetzt auch nicht so viel. Ja, ich hatte übrigens dann noch ein nettes Gespräch mit dem Flugbegleiter und der hat mir auch noch 2 Schokoladentafeln extra gegeben, also der war super nett. Diesmal tolle Crew erwischt und ja, ist immer wieder schön. Und währenddessen erreichen wir die Südspitze von Schweden und ja, von oben sieht es halt ganz so aus. Auch ganz schön. Kurz danach sind wir dann auch in den Landeanflug auf Stockholm gegangen. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie, angeschnallt zu bleiben, bis das entsprechende Leuchtzeichen ausgeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckablagen vorsichtig, da Gegenstände herausfallen könnten. Wir verabschieden uns nun von Ihnen und hoffen, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat. Besten Dank, dass Sie mit Swiss geflogen sind und auf Wiedersehen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Tragen einer Schutzmaske am Flughafen Stockholm in allen Terminalgebäuden empfohlen wird. Bitte halten Sie während des Aussteigens stets 2 Armlängen Abstand
zu jeder anderen Person besten Dank. We now say goodbye to you and hope you've enjoyed your time with us. Thank you for flying Swiss and we look forward to welcoming you aboard again soon. Ja, beim Aussteigen seht ihr die Kabine halt nochmal. Also der A220 ist definitiv mein Lieblingsflugzeug. Ich kann jetzt aber nicht sagen, welcher Version, also 100 oder 300. Auf jeden Fall kommt gleich nochmal ein Fazit zu diesem Flug. Und ich glaube, ich bin wieder an der letzten ausgestiegen, ist, aber mir ist es recht egal. So, bin jetzt hier in Stockholm gelandet. Ich sage euch gleich noch mein endgültiges Fazit. Ich gehe jetzt erstmal raus und merke gleich, dass es hier so viel kühler ist als in der Schweiz. Aber ich finde es nicht weiter schlimm. Aber gleich noch ein Fazit. So, bin jetzt halt hier im Terminal in Stockholm. Das Ding war auch, wir wurden gerade noch halt beim Aussteigen von der Polizei kontrolliert. Jeder musste sein Passwort zeigen. Hat kurz aufgehalten, die Leute, aber ich fand es jetzt nicht weiter schlimm. Ich glaube, Schweden will auch wissen, wer jetzt reinkommt. Also, tatsächlich musste ich aber bisher immer noch nicht mein Impfausweis oder ein Testergebnis oder irgendwie sonst was vorzeigen. Beim Check-in in Zürich bin ich so durchgekommen. Also, keiner hat das interessiert. Dann beim Boarding auch nicht. Und jetzt hier auch in Schweden hat das auch keinen interessiert. Also, ich bin hier irgendwie eingereist, ohne dass ich meinen Impfausweis vorzeigen musste. Schön und irgendwie auch schräg. Ansonsten mein Fazit jetzt noch zum Flug. Also, erstmal, die Crew war echt toll und dass ich auch diese zwei Stücke extra da, also zwei Stücke Schokolade nochmal extra bekommen habe, wirklich toll, war wirklich eine gute Crew, kann ich wirklich nicht beschweren. Ansonsten, ja, der Service, mal wieder der Service. Wenn ihr mein Video von der Swiss aus dem Dezember noch gesehen habt, da habt ihr gesehen, ich konnte mir auch ein Getränk selber aussuchen. Jetzt hätte dieses Getränk 4 Franken, also so 3,50 ungefähr gekostet. Finde ich nicht so toll, bin ich ehrlich. Immerhin kann man sich die Zeitschrift noch, kann man sich immer eine Zeitschrift noch selber aussuchen, mal sehen, wann sie das einstellen. Ja, also dieses ganze Buy-on-Board-Konzept gefällt mir mal überhaupt nicht. Man hätte das als Zusatz machen können, das wäre schön gewesen. Und ich denke mal, die meisten Kunden hätten sich auch gewünscht als Zusatz, nicht, wir streichen euch den Service. Was mir auch Flugbegleiter ehrlich zugegeben hat, das war schon vor Corona, die Pläne bestanden schon vor Corona. Es geht halt darum, Kosten zu sparen. So, darum geht's. Aber man könnte wenigstens so ehrlich sein und das auch genauso sagen. Da hätte ich weniger Probleme mit, als wir haben auf Kundenwunsch unser Angebot verändert. Mit, wir bieten euch weniger Service und ihr zahlt halt den gleichen Preis. So. Dann seid doch wenigstens ehrlich, Lufthansa. So. Das wäre alles, was ich erwarte von so. So. Deswegen finde ich einfach den Service nicht mehr so gut bei der Swiss, wie er eigentlich mal war. Ja. Trotzdem, es war ein insgesamt guter Flug. Ich mag auch den A220 halt, das ist mein persönliches Lieblingsflugzeug. Auf so Kurzstrecken halt, wie von Zürich nach Stockholm oder auch zum Beispiel von Berlin nach Zürich. Also ich mag den Flieger schon sehr. Ja, Crew war gut und halt, ja, sonst halt ein entspannter 2,5 Stunden Flug. Also so viel ist jetzt auch noch passiert. Deswegen, ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Da sage ich ciao.